Oh wow, ich liebe es hier. Okay. Ich will als Erste anfangen. Oh, was für nette Kinderüberraschung. Und was hast du? Oh, ich habe das Gleiche. Wie seltsam. Das ist irgendwie verdächtig. Aber ich freue mich schon darauf. Oh, ich liebe Schokoeier. Pass doch auf, wohin du deinen Müll schmeißt, Susie. Tut mir leid. Ich bin viel zu sehr auf die Schokolade konzentriert. Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren. Oh Mann, da sind ja auch noch Süßigkeiten drin. Die kommen direkt in meinen Mund. Oh, das ist mega lecker. Die perfekte Kombination aus Schokolade mit Schokolade. Ich will gleich mehr davon. In diesem Ei sind Gummibärchen drin. Ich liebe es. Jedes Mal eine neue schöne Überraschung. Und das ist richtig toll. Und hier kriege ich noch mehr Schokolade. Das ist einfach nicht zu fassen. Von Mal zu Mal werden die Überraschungen schöner. Was guckst du denn so? Kümmer dich um deine Eier. Du hast recht, es wird Zeit, dass ich das tue. Was ist das denn? Ein echtes rohes Ei? Das habe ich nicht erwartet. Glaubst du, das war's auch schon? Mach dein nächstes Ei auf. Ich hoffe, da ist was anderes drin. Oh nein, schon wieder ein rohes Ei. Das ist ja voll eklig, ich hasse es. Alles klar, da hat jemand Pech gehabt. Oh Mann, und ich habe eine neue Ladung Süßigkeiten. Schau mal, was ich mir überlegt habe. Ich werf sie hoch und fange sie mit dem Mund. Ja, das hat wehgetan. Du hättest doch einfach Nein sagen können. Hör auf, mich zu ärgern. Ich glaube, ich weiß, wie ich hier eine Lektion erteilen kann. Ich sehe, du beneidest mich. Gut so. Was ist das denn? Das ist ja gar keine Schokolade. Ich glaube, ich weiß, wie man das eingeborgt hat. Wieso hast du mich angespuckt, Susie? Das ist noch nicht alles. Hier, bedien dich. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich muss erstmal mein Outfit ändern. Steht mir gut, oder? Was hast du denn vor? Ich werde mir ein paar meiner Eier zubereiten. Oh ja, das riecht schon richtig toll. Geh weg, Susie. Ich werde dir sicher nichts geben. Ich wusste gar nicht, dass du so gut kochen kannst. Aber ich glaube, du wirst dein Gericht gar nicht erst probieren können. Hey, was machst du? Nein, die Eier sind direkt auf mein Gesicht gefallen. Hier kommen unsere neuen Portionen. Lass uns herausfinden, wer anfängt. Ja, ich werde es sein. Wow, das ist hier eine Flasche Cola. Hast du Glück gehabt. Und was habe ich? Auch eine Cola. Großartig. Eine von diesen Flaschen muss doch sicher aus Schokolade sein. Voll seltsam. Ich krieg meine nicht auf. Ach so, weil meine aus Schokolade ist. Vielleicht ist ja meine auch schokoladig. Nee, das ist eine ganz normale Coca-Cola. Aber dadurch ist sie nicht weniger lecker. Ist irgendetwas in meiner Flasche drin? Ist die etwa leer? Oh, ganz und gar nicht. Da ist ja noch flüssige Schokolade drin. Das ist genau das, wovon ich jetzt geträumt habe. Schmeckt unglaublich. Ich krieg gar nicht genug davon. Susie, wie siehst du denn aus? Du solltest dein Gesicht waschen. Oh, ich habe noch so viel Schokolade übrig. Was machst du denn da? Das ist doch voll unschön. Ist mir egal. Hauptsache, es schmeckt. Ich komme einfach nicht an meine Nase. So ist besser. Bravo, Susie. Ah, die Flasche habe ich ja völlig vergessen. Die ist ja auch noch aus Schokolade. Mann, ist das mega lecker. Die will ich auch noch aufessen. Gib mir doch wenigstens ein Stückchen. Nein, sicher nicht. Ich habe selber nicht genug. Was willst du? Nein, ich habe gesagt, ich teile nicht mit dir. Aber wir sind doch Freunde. Na, zum Glück habe ich noch meine eigene Cola. Ich glaube, jetzt könntest du mit mir teilen. Du hast recht, warum nicht? Schau mal, was da drin ist. Was denn? Na da, du Dummerchen. Ich habe dich ausgetrickst, Susie, und du hast mir geglaubt. Das ist nicht fair. Wie konntest du das nur tun? Denkst du, ich lasse dich damit durchkommen? Sicher nicht. Ich habe hier nämlich noch ein paar Mentos. Und wir alle wissen, was passiert, wenn ich die in die Cola gebe. Schau mal, da kommt jemand geflogen.
Warte, ich habe hier was Wichtiges zu tun. Erledigt. Ich habe nichts gesehen, Susie. Was ist denn hier los? Wieso kommt die Cola direkt in mein Gesicht? Die Situation ist außer Kontrolle geraten. Lass uns weitermachen. Ich glaube meinen Augen nicht. Chili, das habe ich auch nicht erwartet. Du fängst an. Nein, 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 du fängst an. Ich weigere mich, das zu essen. Viel Glück. Okay, wenn du drauf bestehst, werde ich anfangen. Oh, das schmeckt ja ziemlich gut. Das ist Schokolade. Da hat jemand Glück gehabt in der Runde. Moment mal, heißt das etwa, dass ich die richtige Chili-Schote bekommen habe? Bloß nicht das. Schade, dass ich nicht mit dir teilen kann. Die Portion ist zu klein. Hier kommt noch ein kleiner Bissen. Das war köstlich. Jetzt bist du an der Reihe. Ich habe Angst. Ich hasse diese Schärfe. Hey, wieso hast du die Schote geworfen? Ich wollte dich doch bloß ein bisschen erschrecken. Ich habe auch so schon Angst. Zwinge ich dich dazu? Hör auf, Mitleid wird dir nicht helfen. Also komm schon, verlier keine Zeit. Du hast recht. Je schneller ich anfange, desto schneller bin ich fertig. Oh, das ist ja gar nicht scharf. Schmeckt sogar. Das war's auch schon. Aua, du hast mir in die Stirn getroffen. Nein, ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, da hat jemand voreilige Schlüsse gezogen. Aber wir sollten noch mehr Feuer machen. Hier, trink das da. Danke dir. Ich könnte das jetzt gebrauchen. Nein, das ist Tabasco. Du hast mich reingelegt. Hilfe. Ich fliege ins All. Aber es ist voll schön hier. Schönen Flug noch, Susie. Bloß nicht das. Ich falle runter. Hilf mir. Oh, das hat wehgetan. Sorry, das war aus Versehen. Wer klopft denn da? Ich mach auf. Hallöchen. Hier, bitte sehr. Hier, die Lieferung. Oh, was für eine schwere Kiste. Hä, was hat sie denn da? Mal sehen. Ein paar Bretter, das ist gut so. Ich werde mir gleich mein Traumbett daraus bauen. Oh, was für ein großes Holzding. Ich leg's auf den Boden. Hä, was hat die vor? Mann, die ist ja komplett in die Kiste eingetaucht. Das ist mein kleiner Zaun. Der ist ja riesig. Ich habe fast alles raus. Und natürlich noch das Werkzeug. Ah, das hat wehgetan. Weg mit der Kiste, die brauche ich nicht mehr. Und was hat die jetzt vor? Die Bauarbeiterin Mary macht sich an die Arbeit. Aha, das kommt hier hin. Und das hier hin. Sieht gar nicht schlecht aus. Ich bin die geborene Baumeisterin. Das wird gleich richtig schön. Jetzt habe ich ein Bett mit 2 Etagen. So eins wollte ich schon immer mal haben. Oh, das sieht ja richtig cool aus. Das ist ja fast besser als meins, aber das werde ich gleich ändern. Jetzt warte ich auf den Kurier. Da kommt er. Hello. Leute, hallo, das ist für euch. Fertig. Oh, was für eine Schönheit. Na, das sage ich doch. Okay, das Bett ist aufgebaut. Hier fehlt noch ein bisschen Licht. Und noch ein paar nette Bilder. Na, lass mal nachschauen, wie alles funktioniert. Wunderbar, gefällt mir. Unglaublich. Mach den Mund zu. Na, wer hat jetzt das coolste Bett? Ah, das hat wehgetan. Was macht denn da meine Nachbarin? Das geht dich nichts an. Ich muss mir doch was überlegen. Ich habe auch schon eine Idee. Ich brauche einfach ein paar Vorhänge. Die gefallen mir gut. Und diese Tischdecke ist auch nett. Ich habe zwar nicht viel Geld, aber dafür habe ich ein cleveres Köpfchen.
Sieht doch schon mal schön aus, oder? Mindestens genauso gut wie bei Jennifer. Ah, das hat wehgetan. Was erlaubst du dir? Wow, das sieht ja schon schick aus. Aus der Tischdecke mache ich mir noch eine Hängematte. Oh, das ist richtig gemütlich. Gefällt mir. Na, Nachbarin, was sagst du dazu? Irgendwie ist mir langweilig. Ah, gleich werde ich mir was richtig Cooles bestellen. Ja, ich komme schon. Hier, guten Tag, Ihre Lieferung. Na, komm mal rein. Kannst du das bitte installieren? Aber auf jeden Fall. Fertig. Ach, bitte sehr. Das Geld. Wiedersehen. Hallöchen, ich wollte euch alle zu meiner Party einladen. Hallo, Mädels. Schaut euch mein kleines Häuschen an. Das sieht ja toll aus, Jennifer. Richtig gemütlich. Das ist eine private Party. Keiner darf da rein. Es wird Zeit für ein bisschen Musik. Tja, ich glaube, ich habe auch eine gute Idee. Ich brauche die Tischdecke. Und jetzt etwas Geschirr. Und ein paar treue Freunde. Hä, was macht die denn da? Ich muss die Musik lauter machen. Ha, was ist denn hier los? Ich hoffe, Mary gefällt unsere Party. Ah, es wird Zeit, dass ich zurückschlage. Hallo, meine Nachbarin spielt die Musik viel zu laut hier. Na endlich, da ist der Hausmeister. Ja, guten Tag, was ist los? Kommen Sie mal mit. Hier sind die Stirnfriede. Gleich werden wir dem auf den Grund gehen. Hä, was ist hier los? Wer bist du denn? Ich habe hier einige Beschwerden über Sie gehört. Ach, was Sie nicht sagen. Ich glaube, damit können wir das Problem lösen, oder? Oh ja, natürlich. Kein Problem. Ich gehe dann mal. Oh, was soll das denn? Okay, ich habe eine andere Idee. Ich muss einfach meine eigene Party starten. Zuerst brauche ich diesen Globus hier und jetzt diese alten CDs. Ich habe mir schon was überlegt. Die CDs zerschneide ich in kleine Splitter. Super. Und jetzt nehmen wir uns diese Splitter und kleben sie auf den Globus. Oh, das sieht ja schon richtig gut aus. Die Disco-Kugel kommt hier oben an. Die beste Dekoration. Und den Rest der CDs bringe ich auch noch hier an, damit die schön leuchten. Und wer braucht schon eine teure Soundanlage, wenn ich einfach einen Lautsprecher benutzen kann? Hauptsache, die Musik ist laut genug. Das macht so richtig viel Spaß. Hey, was ist denn da los? Oh, diese Party gefällt mir viel mehr. Hallöchen, wir wollen mitmachen. Ich muss mir noch was überlegen. Aha, ich habe doch ein paar dieser Glühbirnen hier. Oh, die sind ja toll. Jetzt brauche ich noch ein Kabel. Und fertig ist meine Girlande. Jetzt bringe ich die nur noch hier oben an. Was habt ihr denn schon wieder vor? Oh, das sieht richtig gemütlich aus. Ich mag mein kleines Häuschen. Oh, da muss ich sofort was Besseres kaufen. Guten Tag, kommt mal schnell rein. Ich will, dass hier alles mindestens genauso gut scheint wie bei Mary. Ach, so sieht's gut aus. Herzlichen Glückwunsch. Es funktioniert. Hier ist das Geld. Vielen Dank. Oh, das sieht ja schön aus. Tja, nicht so toll wie bei dir, oder? Ah, schau mal. Oh nein, mein kleines Haus brennt. Warte, wir haben noch einen Feuerlöscher. Gleich kriegen wir das wieder in Ordnung.
Mach dir keine Sorgen, Jennifer. Das wird schon. Na also, ich hab's geschafft. Mein Haus ist ruiniert. Tut mir leid, Jennifer. Du kannst ja so lange in meinem wohnen. Okay, lass uns zu dir gehen. Gefällt's dir hier? Ja, aber eindeutig. Hier, schau mal. Das sind Huggy Wuggy und Kissy Missy. Oh, was für ein schöner, festlicher Tisch. Genau das, was ich mir zum Geburtstag gewünscht habe. Okay. Oh, da ist schon jemand. Ich öffne die Tür. Wer ist denn das? Hallo, die Blumen sind für Sie. Oh, wie schön. So viele Süßigkeiten. Ich will alles davon probieren. Vor allem diesen Schokobrunnen. Da tunke ich erstmal den Marshmallow rein. Unglaublich lecker. Ich will noch was anderes probieren. Die Schokolade ist so lecker. Ich stelle die Blumen in die Vase. Super. Ich nehme noch den Keks. Yummy. Jennifer, was erlaubst du dir? Die Party hat noch nicht begonnen. Du hast bereits alles aufgegessen. Tut mir leid, Mia, aber ich kann nicht so lange warten. Die Schokolade ist so lecker. Nein, gib mir den Brunnen. Nein, gib ihn zurück. Ich will auch was essen. Los, nicht das. Du hast mein Outfit ruiniert. Das werde ich dir niemals verzeihen. Ich bin für den Kampf bereit. Mach dich bereit. In dieser Challenge werde ich dich schlagen. Das glaube ich nicht. Ich bin nämlich zu allem bereit. Frische Erdbeeren, großartig. Na also, das fängt hier gar nicht gut an. Das würde ich nicht sagen. Ich liebe diese reifen Erdbeeren. Und die Schokolade macht die noch köstlicher. Willst du auch was probieren? Hey, Jennifer, was soll das? Das ist voll ungerecht. Ich wollte bloß, dass du mich genug beneidest. Diese Erdbeeren gehören mir und nur mir alleine. Oh, die sind so saftig. Perfekt mit der Schokolade. Hör auf, das tut weh. Ach, komm schon, das war aus Versehen. Oh, ich habe eine Idee. Willst du mich schon wieder ärgern? Ich kaufe dir das nicht ab. Nein, ich wollte dir bloß einen Trick zeigen. Voll cool, nicht wahr? Das war noch nicht alles. Pass mal auf. Ich werde all diese Erdbeeren in Schokolade tunken und hochwerfen. Oh Mist. Nein. Hier ist was schiefgegangen. Oh Menno. Jetzt bin ich voll dreckig und habe nichts davon probiert. Das hast du verdient. Deine eigene Schuld. Mal sehen, wie du mit deinen Chilis umgehen wirst. Ich glaube, die zu essen wird schwieriger sein als deine Erdbeeren. Aber ich muss es schaffen. Auch wenn ich gar keine Lust drauf habe. Ich habe mal gehört, es soll scharfe Schokolade geben. Was für ein Blödsinn. Das ist mega eklig, aber ich muss weitermachen. Mia, du bist ja ganz rot. Weil ich brenne. Hilfe! Was soll ich jetzt tun? Ich bin in Panik. Du hättest mir einfach ein Glas Wasser geben können. Oh, ich muss dringend die Schokolade trinken. Jetzt geht's mir viel besser. Ich fühle mich nicht ganz gut. Ich muss mich etwas ausruhen. Los, nicht das. Du hast meine Erdbeeren verbrannt. Sorry, das war aus Versehen. Ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was unter diesem Deckel ist. Oh yeah, es gibt Skittles. Was könnte besser sein? Und was hast du? Lass es uns herausfinden. Oh nein, das ist ein roher Fisch. Voll ekelhaft, der stinkt ja. Dann iss ihn so schnell wie möglich. Ich kann das auch nicht riechen. Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Mal sehen, wie du das schaffen wirst. Wenn du es schaffst. Hey, hey, hey. Halt das Ding bloß fern von mir. Oh, Menno. No! Warum hast du mich erschrocken? Ups. Das wollte ich nicht. Hier, nimm deinen Fisch zurück. Okay. Okay, je schneller ich anfange, desto schneller bin ich damit fertig. Das war's auch schon. Oh, das war ganz schön furchtbar. Wie auch immer, mein Beileid.
Jetzt kann ich aber mit meinen Skittles weitermachen. Ich schütte die in eine Schüssel und nehme mir einen großen Schöpflöffel. Das wird die Sache viel einfacher machen. Kannst du mir auch was abgeben? Nein, komm mir ja nicht in die Quere. Siehst du, ich bin beschäftigt. Ich setze meinen genialen Plan um. Endlich. Skittles mit Schokoladenüberzug. Was könnte besser sein? Das bezweifle ich nicht. Ich will auch was probieren. Yummy. Gib mir sofort meine Süßigkeiten zurück. Sei nicht so gierig. Wir sind doch Freunde. Schau mal, wir haben die Skittles in den Schokobrunnen geworfen. Genau. Das ist sogar besser so. Mann, ist das lecker. Ich kann auch was probieren. Nein, auf keinen Fall. Ich habe doch Nein gesagt. Das werde ich dir nie vergessen. Lass uns weitermachen. Was für ein leckerer Burger. Ich liebe es. Und was hast du? Eine riesige, wahnsinnig schöne Torte. Die Creme sieht so verlockend aus. Was machst du da? Fass ja nicht meine Torte an. Iss lieber deinen Burger. Du hast recht, ich habe was zu tun. Den tunke ich jetzt in die Schokolade und werde ihn probieren. Yummy. Ich habe noch nie einen Burger mit Schokolade probiert. Oh Mann, ich hätte es besser nie getan. Dummkopf, es war doch klar, dass das richtig eklig sein würde. Ich weiß, wie ich das beheben kann. Ich muss einfach alles aufessen, was drin ist. Die Gurken, die Tomaten, den Salat, die Boulette. Und das Brötchen mit Schokolade wird dann mein Dessert sein. Yeah. Ach, den Käse hätte ich ja fast vergessen. Den muss ich vorher essen. Das schmeckt voll lecker ohne Schokolade. Und hier kommt die Boulette. Ich liebe es. Ich bin schon ganz schön satt. Und jetzt kommt was Süßes. Na los, mach es endlich. Hab noch etwas Geduld, ich bin fast fertig. Okay, jetzt sind nur noch die Brötchen übrig. Genauso, wie ich es auch geplant habe. Die tunke ich in die Schokolade. Weißt du was, das sieht fast wie ein Schokokuchen aus. Oh Mann, wie lecker. Mein Plan hat funktioniert. Das war's. Ich bin froh. Also kann ich meine Torte probieren? Aber wie soll ich das machen? Ich will mich nicht schmutzig machen. Okay, ich schneide die Torte einfach in kleine Stückchen. So ist es viel einfacher, sie in den Brunnen zu stecken. Ich muss Gas geben. Komm her, meine kleine Torte. Ich habe eine Schokodusche vorbereitet. Ich bin mir sicher, das wird eine Schokobombe. Sieht fantastisch aus. Und schmeckt super. Gib mir auch was. Bitte, bitte, wir sind doch Freunde. Das ändert aber nichts. Nein. Och Mann. Ich glaube, ich muss diesem gierigen Mädchen eine Lektion erteilen. Ich werde einfach Tabasco in den Schokobrunnen geben. Mal sehen, was sie dann sagt. Nur ein paar Tropfen werden genügen. Und jetzt heißt es abwarten. Ich will noch mehr. Das ist so richtig gut. Riechst du wirklich? Du fragst noch. Natürlich. Aber warum ist das so scharf? Mein ganzer Mund steht in Flammen. Oh, ich muss dringend was von der Schokolade trinken. Oh nein, es wird immer schlimmer. Ich brenne immer schlimmer und schlimmer. Oh nein, sie hat viel zu viel Schokolade getrunken. Ich muss sie löschen. Gab es denn gar keine andere Möglichkeit? Thank you. Ist egal, Hauptsache mir geht's besser.